Kennt ihr euch mit dem Thema Bambus aus? Ja, Bambus, diese Pflanze. Genau darum soll es nämlich heute hier bei Optionsstrategien TV gehen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe. Und ihr werdet euch natürlich denken können, es geht hier nicht wirklich um die Pflanze als solches, sondern um irgendetwas, was sehr vergleichbar ist mit dem Optionshandel und mit dem Börsenhandel. Und um was es da geht, das seht ihr jetzt hier im Video. Ich selbst bin ein riesengroßer Fan von Bambus, das heißt, mir gefällt Bambus optisch sehr schön. Ne? Ich finde es toll, wenn man irgendwo Bambus sieht. Jetzt ist ja Bambus eher etwas, was aus Asien kommt, aber auch bei uns kann man ja in sehr vielen Spas oder auch viele Leute haben auch zu Hause Bambus, kann man das sehen und ich finde es optisch eigentlich sehr, sehr schön. Jetzt gibt es aber eine faszinierende Story zu Bambus und zwar, wenn ihr einen ganz, ganz kleinen Bambus Zweig kaufen würdet oder ihr würdet etwas in die Erde pflanzen, aus dem mal Bambus wachsen soll, dann kann es passieren, dass jahrelang nichts passiert. Das heißt, Bambus braucht extrem lang, um zu wachsen. Am Anfang wächst er nur millimeterweise im Monat, wenn überhaupt. Das heißt, wenn irgendwo eine Bambushecke beispielsweise von Natur aus wachsen sollte, bei uns kauft man die ja in der Regel immer schon, wenn sie gewachsen ist, dann würde das jahrelang dauern und man könnte im ersten Jahr zuschauen, es wäre nichts passiert, man könnte im zweiten Jahr zuschauen und es wäre nichts passiert und dann vielleicht im dritten oder vierten Jahr, da würde dann der Bambus plötzlich unter der Erde hervorkommen und würde anfangen zu wachsen. Und dann passiert aber etwas bei Bambus, zumindest wenn er in seiner natürlichen Umgebung, also in einem feuchttropischen Klima wächst, was schier unglaublich ist. Denn wenn Bambus einmal wächst, dann wächst er brutal. Das heißt, es kann passieren, dass Bambuswälder am Tag einen Meter in die Höhe wachsen. Ne? Also die haben ja dann auch eine entsprechende Dicke und die wachsen dann tatsächlich bis zu einem Meter am Tag und schießen dann in die Höhe und können wirklich extrem groß werden. Und wer von euch so ein bisschen ein Gärtner ist und hat zu Hause vielleicht auch etwas Bambus in seinem Garten stehen, der weiß auch, dass wenn man da mal Bambus einpflanzt und man will es sich nicht mit seinen Nachbarn verderben, dann muss man da ganz tiefe Absperrungen machen, weil sonst der Bambus wirklich überall hinwächst, zum Nachbarn rüber, in alle Grundstücke. Ne? Da kriegt man riesengroßen Ärger. So. Und was hat das jetzt mit Börsenhandel zu tun? Viele von uns sind ja am Anfang an die Börse gekommen, haben mit dem Optionshandel gestartet und hatten, wenn sie ganz ehrlich sind, schon so diese Vorstellung, ich habe da jetzt hier ein paar tausend Euro und es wäre doch schon cool, wenn das im nächsten Jahr schon dazu führen würde, dass ich finanziell frei bin. Dass aus 5000 Euro in einem Jahr 100.000 werden oder dass da eine Million daraus wird, ne, dass ich finanziell frei bin. Und dann schauen sie nach einem Jahr hin und sagen, hey, da ist doch überhaupt nichts passiert. Ich habe jetzt ein Jahr lang mich bemüht. Ich habe Kurse besucht. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe Webinare gemacht. Ich habe sogar beim Jens jedes einzelne Video angeschaut. Und nach einem Jahr sind aus meinen 5000 Euro nur 5000 Euro geworden. Vielleicht sind sogar bloß 4800 daraus geworden. Das heißt, ich habe sogar noch was verloren. Und viele fangen dann an der Stelle an und geben auf. Und sagen, ah, das ist ja doch nichts für mich. Und das wäre aber ungefähr so, als wenn der Bambus sagen würde, wenn er ein Jahr in der Erde ist und ist noch nicht rausgekommen, also ich versuche es gar nicht erst mehr. Ich wachse jetzt einfach nicht weiter, ich werde jetzt irgendeine andere Pflanze. Okay? Ihr wisst, was ich damit sinnbildlich meine. Bambus macht das aber anders. Das hat ihm die Natur so gegeben. Ne? Der denkt nicht darüber nach, der wächst einfach. Am Anfang ganz, 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 ganz langsam. Das ist kaum wahrnehmbar, wie er sich verändert. Ganz, ganz kleine Zuwächse. Aber irgendwann, wenn er eben dann aus der Erde rausgekommen ist, dann gibt er Gas. Und dann gibt er eben wirklich dramatisch Gas. Und wer mal in Asien so einen Bambuswald gesehen hat, das ist unglaublich. Das ist mit dem, was wir hier in Europa kennen, wenn jemand vielleicht zu Hause in seinem Garten Bambus anpflanzt, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Also die sind wirklich dann so zu dick, die sind dann die Stämme, das sind richtige Stämme. In Hongkong baut man
Gerüste für den Hausbau aus Bambus, ne? Weil das so ein stabiles Gewächs ist und weil es eben, wenn es einmal wächst, extrem schnell nachwächst. Also das ist eine faszinierende Pflanze. Und ich will euch mit diesem Bild nur mit auf den Weg geben oder so als kleines Learning mitgeben. Bei euch wird der Börsenhandel, gerade wenn ihr Einsteiger seid, genauso sein. Ihr werdet am Anfang keine großen Entwicklungen sehen. Euer Konto wird nicht wachsen. Vielleicht wird es sogar ein bisschen weniger werden. Selbst wenn es wächst, ist das nicht sehr atemberaubend, was ihr da seht. Ne? Stellen wir uns wieder vor, du hast 5.000 Euro und im ersten Jahr machst du 5% Gewinn. Ja, wie viel ist das? 250 Euro. Rechnen dir das mal stundenlohnmäßig aus. Das ist für die Katz. Ne? Also das lohnt sich nicht, würde man im ersten Moment sagen. Es lohnt sich aber natürlich doch, weil es bewegt sich. Genauso wie sich in dem Bambuskeimling unter der Erde etwas tut. Man sieht es bloß noch nicht. Aber wenn du jetzt an der Stelle weitermachst, also wenn du sagst, hey, okay, ich bin noch im Lernen, ich muss meine Fähigkeiten noch verbessern, es gibt vieles Neues, was ich noch nicht kann, ich muss mich verbessern, ich muss mehr Fehler machen, um aus den Fehlern zu lernen, dann wird irgendwann dein persönlicher, wir nennen ihn jetzt mal Depotkeimling, anfangen aus der Erde zu kommen. Er wird sichtbar. Und auch da wird es am Anfang nur diese kleine Spitze sein, die aus der Erde rausschaut. Ne? Vielleicht werden irgendwann aus deinen 5.000 Euro 6.000 Euro werden. Und dann wird es vielleicht 7.000 Euro. Und plötzlich siehst du, hey, ich habe doch mal 5.000 eingezahlt und jetzt plötzlich habe ich schon 7.000. Und irgendwann, und ich habe das selber bei mir auch erlebt, passiert etwas, was unglaublich ist. Denn plötzlich fängt dieses Geld an zu wachsen. Zinseszinseffekt nennt sich das Ganze. Und dann wird es wirklich unglaublich. Denn dann werden irgendwann aus diesen 5.000, die es mal waren, 10.000 Euro. Und plötzlich hast du dieses Geld schon verdoppelt. Und wenn du dann weitermachst, dann werden aus diesen 10.000 Euro eines Tages 20.000 Euro. Und so weiter und so fort. Und na klar, ihr wisst das alle. Es wird schon aufgrund der Wahrscheinlichkeiten extrem schwierig, mit 5.000 Euro finanziell frei zu werden. Deswegen müsst ihr, wenn ihr wirklich finanziell frei werden wollt, müsst ihr ganz einfach zu den einmal vorhandenen 5.000 Euro immer wieder Kapital investieren. Ihr müsst regelmäßig was sparen. Jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr, wie auch immer. Das könnt ihr ganz individuell machen. Aber eines Tages, wenn diese Lawine einmal ins Rollen gekommen ist, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Es gibt dieses wunderbare Bild von Warren Buffett, was er beschreibt, als er sagt, wenn man investiert an den Kapitalmärkten, dann ist das am Anfang wie ein ganz, ganz kleiner Schneeball. Und dieser kleine Schneeball, wenn man den im Schnee rollt, da passiert im Grunde nichts. Ne? Der ist am Anfang so und dann wird er vielleicht so. Also das ist nicht sehr, sehr viel. Aber irgendwann wird er riesengroß und immer größer und immer größer. Und irgendwann brauchst du hier so ein riesiges Feld irgendwo, um den ganzen Schnee da aufzunehmen, damit der wächst. Ne? Und genauso wird es mit euren Depots sein. Und ich möchte euch einfach nur motivieren, wenn ihr mal Phasen habt, wo ihr unzufrieden seid, weil ihr sagt, hey, jetzt drehe ich schon seit 6 Monaten auf der Stelle. Ich komme in meinem Depot nicht voran. Es tut sich einfach nichts. Ich mache Gewinn, ich mache Verlust. Ich bleibe auf der Stelle stehen. Aber ihr bleibt nicht auf der Stelle stehen, sondern wenn vielleicht auch eure Kapitalkurve nicht steigt, dann steigt doch in dieser Zeit, wenn ihr aktiv etwas macht. Das heißt, wenn ihr Bücher lest, wenn ihr euch Webinare anschaut, wenn ihr Seminare besucht und auch wenn ihr handelt, also wenn ihr was tut, ne, dann steigt eure Lernkurve. Und über kurz oder lang wird die Lernkurve eure Kapitalkurve nach oben ziehen. Und dann wird es mit einer extremen Geschwindigkeit passieren. Und deswegen will ich euch Mut machen, gebt nicht auf, steckt nicht den Kopf in den Sand oder was noch viel schlimmer wäre, schmeißt nicht hin. Wenn ihr jetzt vielleicht schon 1-2 Jahre dabei seid und ihr seid noch unzufrieden mit eurer Performance,
und sagt, ja, das mit dem Optionshandel, das ist vielleicht doch nicht so das. Vielleicht sollte ich doch lieber in Kryptos gehen oder in Forex oder in Daytrading oder in weiß der Teufel was. Ne? Ihr seid, erinnert euch immer dran, ihr selbst und auch euer Depot, ihr seid der Bambuskeimling in der Erde, der ganz, ganz langsam anfängt zu wachsen. Es wäre extrem dumm, aufzuhören, kurz bevor er aus der Erde rauskommt. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr das auch so seht. Wenn ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare unten rein. Schreibt mir mal rein, ob ihr solche Phasen selber schon erlebt habt, ob ihr auch erlebt habt, wie es dann nach oben ging, oder aber auch, ob ihr vielleicht selber gerade in so einer Phase seid. Und wenn ihr mehr zum Thema Optionen wissen wollt, wenn ihr euren Keimling voranbringen wollt, dann schaut auf unsere Webseite, schaut hier in diesen Kanal. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die wir euch anbieten, damit ihr eure Lernkurve nach vorne bringen könnt. Sei es jetzt unser Börsendienst, der jeden Mittwoch kommt, oder sei es Seminare, die wir ab 2019 wieder anbieten werden. Also, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber die allerwichtigste Botschaft ist, gebt nicht auf. Ne? Denkt immer an diesen kleinen Bambuskeimling, der unscheinbar ist, aber eines Tages zu einem gewaltigen Wald heranwachsen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Genießt die Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.